Ich mache mit meinen Füßen und mit meinen Armen gar nichts verfickt nochmal und es fährt. Guck mal, selbst sowas. Boah, krass, ey. Also es ist in mir gerade so ein What the fuck? Und ein What the fuck? Ich hatte den Typen überfahren. Entschuldigung. Mach's gut. Ja. Wisst ihr, was das Beste ist, wenn man alleine im Auto ist? Lexi, Lexi. Nam, 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 nam. Na, wisst ihr, heute möchte ich euch wieder auf eine spannende Reise mitnehmen. Und zwar sogar buchstäblich. Deswegen sitze ich in einem Auto. Genau gesagt in einem Tesla. Und nein, ich möchte das Auto nicht reviewen. Das habe ich schon mal gemacht und jetzt hier oben in der Infocard verlinkt. Sondern heute soll es speziell um eine Sache gehen, die ich damals nicht abdecken konnte. Und zwar um den Autopiloten. Und ich dachte mir, Autopilot, was soll das denn bedeuten? Vor allen Dingen, was soll das für die Jüngeren unter euch bedeuten? Autopilot bedeutet nicht, dass ihr auf den Knopf drückt und von A nach B kutschiert wird. Nein, das wäre dann autonomes Fahren. Aber dazu später noch ein paar Infos mehr. Autopilot bedeutet in dem Falle eine Kombination aus 5 Assistenten. Und zwar besteht dieser Autopilot im Grunde aus der Lenkassistenz, Spurwechselassistenz, Spurhalteassistenten, Geschwindigkeitslimitassistenten und Kollisionsvermeidungsassistenten. Ach. Warum eigentlich Autopilot? Es gibt bzw. gab den Autopiloten 1 von Tesla, der bestand aus einer Kamera vorne und einem Sensorensystem, einem Radar. Und zwar hier im vorderen Bereich unter der Motorhaube. Es gibt jetzt Autopilot Nummer 2. Der besteht auch aus dieser Sensorik, aus dem Radarsystem vorne und aus insgesamt 8 Kameras. 3 hier vorne, das heißt eine in der Mitte und 2 daneben, die nach vorne bzw. angewinkelt schauen. Jeweils an den Säulen links und rechts eine Kamera. Am vorderen Blinker, auch links und rechts, eine Kamera. Wow. So viele Kameras in einem Auto. Das könnte eigentlich ein YouTuber-Wagen schlechthin sein, oder? Aber kann das funktionieren? Gehen wir den ganzen eine Premiere. Das Ganze geht jetzt mittlerweile auch im Stadtverkehr. Und hier sind wir jetzt gerade in einem wunderschönen Vorort von Hamburg. Und ich habe jetzt im Display entsprechend die Anzeige, dass theoretisch jetzt der Lenkassistent bzw. die komplette Fahrassistenz aktivierbar wäre. Dadurch, dass die Spur dann weiß wird und dass oben rechts so ein Lenkrad erscheint. Und um das Ganze zu aktivieren, ziehe ich jetzt hier links einfach einen Cruise-Hebel, so heißt der, weil man damit alles machen kann, wie auch Tempomat und Co. Und dann geht das Ganze an. Ich lasse jetzt einfach mal alles los. Es ist fürs erste Mal, ehrlich gesagt, motherfucking schwierig, das komplette Vertrauen ans Auto zu übergeben. Orientiert sich an den Vordermännern, an den Linien auf der Straße und bremst bzw. beschleunigt auch automatisch. Ich mache jetzt zum Beispiel gar nichts. Ich fasse nicht das Lenkrad an, ich trete nicht auf die Pedale. Das Auto macht gerade alles von allein. Das Auto fädelt ein, das Auto bremst ab. Das Auto will abbiegen, das Auto bremst ab. Das Auto gibt Gas, das Auto gibt Gas. Alles von alleine und das ist motherfucking cool. Normalerweise müsste man jetzt auch die Hände am Lenkrad behalten, weil dann kommt nach einer Weile der Hinweis, so wie hier, Lenkrad festhalten. Und wenn man das jetzt ein paar Mal ignoriert, dann wird der Autopilot ausgeschaltet. Und hier sehen wir schon, hier hätte man eingreifen müssen. Ja? Sobald die Straßenmarkierungen wirklich schlecht werden oder gar fehlen, kann das Auto sich auch nicht mehr nur an einer orientieren. Dann wird es echt gefährlich und dann muss man eingreifen. Das hat ja nicht so geklappt. Okay, noch ein Versuch. Wobei das Auto weiß es sogar, es wird ja hier sogar angezeigt und trotzdem fährt das Auto soweit an den Mittelstreifen. Immerhin der Weg bis zum autonomen Fahren ist schon mal gar nicht mal mehr so weit weg. Also das heißt, dass das Auto wirklich komplett selbstständig navigieren, fahren, einparken und weiß der Geier was kann. Denn im März 2017 wurde nämlich hier, vor allen Dingen in Deutschland, ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, was das Ganze erlaubt. Das Interessante ist ja, man könnte jetzt theoretisch 1000 andere Dinge machen. Man könnte jetzt schlafen, am Telefon herumspielen. So ein Autopilot ist eigentlich gar nicht mal so gut. Mein Gott, das Ding lenkt mich hier einfach durch die Stadt. What the fuck, ich muss nichts machen. Guck mal, selbst sowas. Boah, krass, ey. Man merkt mir das vielleicht gerade gar nicht an, ne? Aber ich finde das unfassbar aufregend. Und man ist nebenbei sehr nervös, dass man jetzt nicht mehr wirklich selbst aktiv fahren muss. Also es ist in mir gerade so ein What the fuck? Und ein What the fuck? Schön ist er auch, er hält sich auch an Geschwindigkeitsbegrenzung der Autopilot. Wenn es halt nur maximal 30 möglich sind, hier in dieser 30er-Zone mitten in Hamburg, dann bleibt er bei 30. Und jetzt fahren wir gerade am 50er-Verkehrsschild vorbei. Jetzt kann ich den wieder hochsetzen auf maximal 50. Zack, da ist eine rote Ampel und das hätte sonst nicht geklappt. Ich hätte den Typen überfahren. Entschuldigung. Man kann nirgendwo links abbiegen, ist egal, wo man fährt. Man muss immer zum Linksabbiegen 70.000 Kreuzungen weiterfahren. Dann darf man links, aber dann auch nicht komplett links, nicht U-Turn, sondern erstmal über so eine scheiß weitere Kreuzung. Dann nochmal links und dann kann man zu seinem ursprünglichen Links zurückbiegen.
So, und auf der Autobahn ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Nicht nur, weil wir hier andere Markierungen haben, sondern hier haben wir auch eine ganz andere Geschwindigkeit. Mittlerweile kann man die Kombination aus diesen drei Assistenten mit bis zu 135 Stundenkilometer nutzen. Das waren vorher bei, ich glaube, 90 oder 95 km/h. Das heißt, wenn wir jetzt theoretisch nur den Tempomat anmachen würden, hier die Cruise Control, und auf das maximal Mögliche setzen werden, wie wir jetzt da oben sehen, 135, fahre ich gerade hinter dem LKW trotzdem nur 90 km/h, weil ich kann nämlich genau einstellen, ob ich eine Autolänge, zwei oder drei Autolängen Abstand von dem Vordermann halten möchte, und dann passt da entsprechend die Geschwindigkeit an. Wenn man jetzt aber auch zu faul zum Lenken ist, den Autopiloten aktiviere mit dem Double Tap. Und jetzt passiert nämlich genau wieder das Gleiche. Das Auto beschleunigt so weit wie möglich, dass der Abstand zum Vordermann entsprechend ausreichend gegeben ist und hält dabei aber auch die Spur. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Spur wechseln, dann sieht man auf dem Display schon die nächstgelegene Spur, in dem Falle links von mir. Und jetzt beschleunigt das Auto tatsächlich so weit bis auf wirklich Höchstgeschwindigkeit, bemerkt aber, dass vor uns wieder ein Auto ist und bremst wieder ab. Das ist natürlich auch interessant. Also ich werde jetzt die Spur wechseln. Was mache ich? Ich drücke mal wieder den Blinker, halte das Lenkrad fest, die Linie wird gestrichelt. Ich mache nichts. Das Auto wechselt. Ihr seht die gestrichelte Linie. Und fertig. Und jetzt seht ihr, das Auto beschleunigt wieder auf maximal mögliche Höchstgeschwindigkeit, die der Autopilot auch erlaubt. Lenkt, hält den Abstand. Ich mache mit meinen Füßen und mit meinen Armen gar nichts, verfickt nochmal. Und es fährt. Das ist einfach irre. Ihr müsst euch mal reinziehen, was da technisch im Hintergrund abgeht. Was in dem Auto gerade alles passiert, damit es das machen kann, was es macht. Ficken. Und jetzt auch nochmal so ein Härtefall. Wir gehen jetzt mal vom Hellen ins Dunkle. What the fuck? Das ist schon ein bisschen creepy. Und zwar lassen wir den Autopiloten jetzt mal in den Elbtunnel hineinfahren. Und wow, Lichtwechsel hell auf das hier, inklusive Abbremsen in der Kurve, völlig ohne Probleme. Dass er rechts so viel Abstand hält, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die Abstandssensoren sagen, da ist irgendwas, fahr bitte nicht so dicht dran. Aber trotzdem ist links noch eine durchgezogene Linie. Das heißt, das Auto muss sich gerade entscheiden, was es tun soll oder tun will, und entscheidet sich dann eher dafür, immer weiter Richtung Mittellinie als Richtung Wand zu fahren. Und für alle, die sich immer noch fragen, wozu überhaupt so ein Autopilot? Naja, genau für sowas. Für solche Situationen, in der wir gerade stecken. Für so eine Scheiße. Für Stau, für Stop and Go, für lahmarschiges Blechbüchsengeschiebe. Links, rechts, Gas, Bremse, links, rechts. Ätzend. Und genau dafür ist jetzt dieses System da. Natürlich ist es ein Luxus, gar keine Frage. Aber es entspannt ungemein, gerade für längere Autofahrten, für längere Staus. Und ich muss zugeben, ich bin ja auch so ein Typ, ich fahre gerne an einem Tag beispielsweise von Hamburg nach München und zurück. Durch sowas wird man psychisch entlastet. So, und dann versuchen wir noch mal was ganz Fieses, und zwar Baustellen. Hier ist das ja so, dass die Fahrbahnmarkierungen manchmal ein bisschen anders sind, schlampiger, dass alles enger ist. Wir fahren jetzt innerhalb der gelben Markierung. Guck mal hier, solche Geschichten. Die Fahrbahn kippt auf einmal, riesen Delle im Boden. Es fädelt einer vor mir ein. Okay. Ich hätte fast aufs Pedal gedrückt, auf die Bremse, aber war nicht nötig. Nochmal im anderen Baustellenbereich, ein bisschen weiter an der Ausfahrt. Eingreifen, schade. In Sachen Baustelle muss die Markierung entweder richtig gut sein oder man lässt es einfach und verlässt sich gerade in wichtigen oder problematischen Abschnitten wie Baustellen einfach mal auf seine eigenen Fahrskills. Ja, ist ja eigentlich alles ganz schön, oder? Einziger Haken, es ist ja wirklich sauhell. Alles toll für die Kameras, ideale Bedingungen. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn es dunkel ist? Cooler Trick. Okay, also interessanterweise macht es im Dunkeln überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, man hat die gleichen gut funktionierenden Ecken, aber auch die eher, naja, weniger gut funktionierenden Ecken, wo man auch mal wirklich wieder eingreifen muss, sind die gleichen, in Anführungszeichen, Baustellen. Das heißt, Abstriche müsst ihr eigentlich nur machen, wenn das Wetter ganz furchtbar ist. Wenn die Kameras bzw. das System eigentlich überhaupt gar keine Chance hat mehr, vernünftig gucken zu können. Puh. Und jetzt ein Fazit zum Autopiloten. Wie kann man denn über etwas, was noch so jung ist oder so neu, schon ein Fazit ziehen? Ich meine, es ist ja so, tatsächlich für die Jüngeren, die zugucken, wird das hier wahrscheinlich in Zukunft Alltag sein. Die Frage ist auch, werden wir durch solch ein Autopilotensystem sicherer fahren, besserer fahren? Werden die Straßen ein sichererer Ort? Werden wir alle vernünftig fahren und nicht mehr wie die Bekloppten Spuren hoppen oder ineinander reinfahren? Weil wir geben ja im Grunde unsere Selbstständigkeit ab, unsere Freiheit ab an das Auto, das dann für uns denkt und lenkt.
Wie seht ihr das? Postet das mal in die Kommentare, lasst uns darüber quatschen, weil ich finde, das ist eine super krasse und spannende Thematik. Und dann sehen wir uns auch in den nächsten Tagen zu einem neuen Video wieder. Und nicht vergessen, in der Zeit Abo dazulassen oder Social Media Plattform zu folgen. Ich bin sonst auch jeden Tag telefonisch erreichbar. Nein, bloß nicht. Oh Gott.